Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Seemann, zunächst muss ich Ihnen für Ihre wirklich profunde Einbringung danken. Sie haben viel Wichtiges und Richtiges genannt und die richtigen Perspektiven benannt. Aber leider muss ich zum vorliegenden Antrag sprechen. Der ist kurios und relativ dünn. Das hatten Sie angesprochen, dass es eigentlich ein größeres Problem dahinter steht, aber jetzt dringend der Handlungsbedarf steht. Nichtsdestotrotz muss ich über den vorliegenden Antrag sprechen, und der ist wirklich kurios. Ich will es mal auf eine kurze Formel bringen, das wird Sie nicht erfreuen. Das Problem heißt CDU, sowohl im Land als auch im Bund. Und das wird von SPD und CDU im Begründungstext dieses Antrages auch noch unverhohlen dokumentiert. Es ist mit dieser CDU nur noch, und ich zitiere hier, ein Minimalkonsens zu machen. Minimalkonsens. Vielen Dank für die schonungslose Offenlegung des bisher geheim gehaltenen Titels des Koalitionsvertrages. Minimalkonsens, auf dieses Wort habe ich lange gewartet und jetzt ist es dokumentiert. Ja, ja, aber warum soll dafür jetzt die CDU allein verantwortlich sein? Ich sage es Ihnen, hole dafür aber etwas aus. Im Jahre 2008 forderte die Fraktion Bündnis 90 die Grünen im Bundestag auf der dortigen Drucksache 16-10566 die damalige Regierungskoalition aus CDU und SPD auf, den Paragraphen 52a des Urheberrechtsgesetzes zu entfristen, und zwar indem der Paragraph 137k gestrichen wird. Das kommt Ihnen jetzt sicherlich irgendwoher bekannt vor. Richtig, die Anträge sind identisch. Der Antrag der Grünen wurde von CDU und SPD allerdings vor 4 Jahren abgelehnt. Immerhin legte nun vor zwei Monaten die SPD-Fraktion im Bundestag den gleichen Antrag wieder vor. Und warum? Weil es langsam verdammt knapp wird und das Gesetz in wenigen Monaten auslaufen wird. Im Übrigen, das war jetzt einfaches Futur, also das Gesetz wird auslaufen. Futur 1, ich komme darauf zurück. Eigentlich hatten sich aber im politischen Berlin alle darauf eingestellt, dass die Bundesregierung bis dahin eine grundlegende Reform des Urheberrechtsgesetzes vorgelegt haben wird. Das war jetzt Futur 2, eine solche Reform vorgelegt haben wird, Futur 2. Obwohl das im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP vereinbart war, wird es eine solche Reform nicht mehr rechtzeitig geben. Das war jetzt wieder das einfache Futur, Futur 1. Eine solche Reform wird es nicht mehr rechtzeitig geben, Futur 1. Und warum nicht? Ich komme gleich darauf zurück, was ich hiermit beabsichtige. Und warum nicht? Weil die CDU völlig überkommene Vorstellungen zum Urheberrecht hat und mit ihrem Koalitionspartner FDP wie in so vielen Angelegenheiten nicht mehr vorankommt. Und wenn die Bundesregierung tatsächlich einmal vorankommt, wie gerade heute mit dem neuen Leistungsschutzrecht für Presseverlage, schafft sie mehr Probleme, als dass sie Probleme löst. Und in der Tat ist im Falle des Paragraphen 52a dringend Handlungsbedarf angezeigt. Und das wird dank des vermutlich guten Einflusses der SPD im Begründungstext des vorliegenden Antrages auch im letzten Absatz angesprochen. Der 2003 von der rot-grünen Bundesregierung eingeführte Paragraph 52a ist auf Dauer suboptimal. Zwar ist er unverzichtbare Basis für ein wissenschaftsfreundliches Urheberrecht. Es muss aber, und hier zitiere ich das Aktionsbündnis Urheberrecht und Wissenschaft, Zitat Anfang, besser als bisher dem medialen Wandel und den Informationsbedürfnissen und Kommunikationsformen in Bildung, Wissen und Wissenschaft Rechnung tragen, indem die für Laien nur noch schwer verständlichen und selbst für Juristen kaum verlässlich zu interpretierenden Schrankenbestimmungen im Urhebergesetz klar, nachvollziehbar, praxisgerecht und durchsetzungsstark formuliert werden. Zitat Ende. Natürlich ist es zum Antrag. An wem scheitert dieses Vorhaben nun? An der CDU. Und das, obwohl es in einem Diskussionspapier der CDU-CSU-Fraktion bereits heißt, wir hatten es eben gerade schon gehört, Zitat Anfang, aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung, ich zitiere Sie doch gerade, Herr Renz, hören Sie doch mal zu, was Ihre Leute in Berlin erzählen. Zitat Anfang, aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung sind viele dieser Regelungen nicht mehr passgenau und teilweise technisch überholt. Außerdem könnten sich einige Regelungen vor Gericht als nicht praktikabel herausstellen.
Auf der Grundlage einer umfassenden Evaluierung möchte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion daher eine Überarbeitung dieser Regelung und die Zusammenführung zu einer einheitlichen Wissenschaftsschranke erreichen. Zitat Ende. Trefflich analysiert, das gebe ich ja gerne zu, aber nichts davon geht die CDU im Bund offensiv an. Das Themenfeld hat sich in den vergangenen Jahren im Hinblick auf Open Access und Zweitverwertungsrechte weit über den Regelungsbereich des § 52a Urhebergesetz hinaus entwickelt. Und jetzt müssen wir uns des von Stefan Siechermann vorgeschlagenen und von Dieter Mohr gern genutzten Futur 3 bedienen, um diese unglücklichen Verknüpfungen von Ungleichzeitigkeiten, Unsicherheiten über den Eintritt des Ereignisses und Verschiebungen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie herzlichst bitten, in der letzten Stunde doch wirklich jeden Redner hier zu Wort kommen zu lassen. Der Redner war nicht mehr zu verstehen. Und ich bitte darum, dass Sie Ihre Kommentierungen etwas zurücknehmen. Bitte, Herr Saalfeld. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich gehe auf einen aktuellen Fall in den Feuilletons der überregionalen Zeitung ein. Also, und jetzt müssen wir uns des von Stefan Siechermann vorgeschlagenen, von Dieter Mohr gern genutzten Futur 3 bedienen, um diese unglücklichen Verknüpfungen von Ungleichzeitigkeiten, Unsicherheiten über den Eintritt des Ereignisses und Verschiebungen auf irgendwann noch nach übermorgen noch sprachlich unter einen Hut zu bekommen. Das Futur 3 kumuliert in der Konstruktion wäre gewesen worden sein. Das Futur 3 ermöglicht dem Sprecher, ein Ereignis in der Zukunft zu beschreiben, das höchstwahrscheinlich nicht eintrifft, weil es ohnehin verschoben wird nach offizieller Sprachregelung, aber eigentlich zutreffen müsste. So erklärt es der Erfinder zumindest des Futur 3, Stefan Siechermann. Obwohl der Koalitionsvertrag und das zitierte Diskussionspapier eine Reform des Urhebergesetzes angekündigt haben, tritt diese Reform höchstwahrscheinlich nicht ein, weil die Reform ohnehin verschoben wird, da sie durch eine Behelfslösung, nämlich der Entfristung des § 52a, teilweise abgeschlossen, teilweise offen gelassen wird. Und jetzt kommt also das politische Futur 3, das wir uns aufgrund des CDU-Regierungsstils alle merken müssen. Nein, beim Futur 4 sind wir noch nicht. Das Futur 3 ist erst kürzlich vor wenigen Tagen durch die deutschen Feuilletons gegangen. Wenn die Reform des Urhebergesetzes im Bund gewesen worden sein wäre, hätte die Regierungskoalition im Land den vorliegenden Antrag nicht wird abstimmen gehabt lassen müssen und wir als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hätten nicht werden gehabt dem Minimalkonsens zustimmen müssen. Sie halten das für irre? Wir auch. Meine Damen und Herren, das Problem heißt CDU im Bund wie im Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun der Abgeordnete Herr Peter Reit von der NPD-Fraktion.